Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich hatte euch in dem letzten Video Unity Media die 400 Mbit Leitung ein bisschen näher gebracht, hatte euch mal so ein paar Speedtests gezeigt und ich sagte aber auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren stellen und dann würde ich eventuell sogar auch ein neues Video hochladen. Und genau das mache ich jetzt halt eben, denn ich hatte nämlich eine Anfrage von einem Mitglied auf YouTube und zwar 1:160er und er fragt, warum hast du den Speedtest nicht mal mit dem Unity Media eigenen Speedtest gezeigt? Das hätte mich mal interessiert. Und zwar, das hatte ich deswegen nicht gemacht, weil Speedtest von Unity Media auch auf Ookla zugreift und Ookla ist halt eben auch der Anbieter, der zum Beispiel bei speedtest.net das Ganze zur Verfügung stellt. Natürlich sind die ganzen Server, die bei speedtest.net sind, noch immer Server, die auch von Firmen und so betrieben werden oder teilweise sogar Privatanbieter. Ja, und deswegen zeige ich dir jetzt mal, warum ich das nicht gemacht habe. Und zwar, da gibt es einen ganz einfachen Grund, denn Unity Media hat komischerweise zwei Speedtests. Da haben wir zum einen den Speedtest, warte mal, wir machen mal hier Unity Media Geschwindigkeitstest. Das ist nämlich der Speedtest, den die bei sich auch noch auf der Seite haben. Oh, warum? Ja, jetzt öffnet er denn nicht? Doch, jetzt geht's. So, und zwar, wir wählen jetzt hier mal aus. Das ist übrigens die offizielle Seite, zu der ihr geleitet werdet, wenn ihr zum Beispiel bei Unity Media anruft und sagt, passt mal auf, ich habe ein Problem mit der Geschwindigkeit. Was können wir da machen? Das Erste, was die machen, ist euch zu sagen, ja, dann gehen Sie doch mal auf speedtest.unitymedia.de und führen da bitte mal einen Speedtest durch. So, und jetzt zeige ich euch, warum das keine gute Idee ist. So, ihr wählt also euren Max 400 Tarif, dann sagen wir, WLAN verwenden, ja oder nein? Nein, ich bin über Kabel angebunden. So, und jetzt mache ich mal den Speedtest. So, es dauert jetzt ein klein wenig. Ja, schön. So. So, und entweder ist es so, dass der Speedtest gar nicht erst anläuft oder er läuft wie jetzt. Und wir sehen jetzt gleich, Download läuft. Aber ne, der zeigt an, dass ich nur 122 Mbit hätte, was absoluter Bullshit ist. Ich habe die volle Bandbreite, das weiß ich hundertprozentig. Und im Upload zeigt er auch nur 18 Mbit an. Also nach diesem Testresultat wäre meine Leitung definitiv ja nicht in Ordnung. Und da müsste sofort ein Technikerticket geöffnet werden und alles Mögliche. Ja, ist also absoluter Bullshit. So, und jetzt aber hat Unity Media auf seiner eigenen Seite auch nochmal einen Speedtest unter den Kombipaketen. Ja, ihr seht, ich bin jetzt hier unter Privatkundenberatung, persönliche Beratung und dann gibt es den Speedtest. So, und ja, da könnt ihr jetzt halt eben einen Speedtest machen mit eurem Anbieter oder auch mit Unity Media. So, und ihr seht schon, das Ganze ist ein bisschen anders aufgebaut und das ist jetzt ein Speedtest von Ookla. Ich weiß nicht, von was der Speedtest da ist, der jetzt hier auf der Seite ist, das sieht man leider nicht. Aber dieser hier ist auf jeden Fall von Ookla. So, und wie gesagt, das ist dasselbe wie bei speedtest.net auch. Ich starte jetzt mal hier den Speedtest. So, und wir sehen sofort, dass das Ganze nach oben schnellt. Und ich habe 431 Mbit im Download. Und definitiv meine vollen 20 Mbit im Upload. Ich liege sogar ein bisschen drüber. 22 Millisekunden, okay, gut. Bringen wir jetzt nicht so super. So, und wenn wir jetzt einfach nochmal auf speedtest.net gehen, dann deckt sich das auch mit den Ergebnissen dort. Ping von 25 Millisekunden, sagt er jetzt. Wir haben jetzt übrigens heute ja den 4.3., also einen Samstag am Wochenende. Und ja, also ich kann euch sagen, auch abends und so läuft die Leitung sehr stabil. Ich habe keinerlei Einbrüche, was den Speed angeht.
Und da bin ich auf jeden Fall voll zufrieden. Ja, und ihr seht auch hier, das Ergebnis deckt sich komplett mit dem, was wir hier bei dem einen Unity Media Speedtest hatten. Ich kann euch gerne, oder das werde ich auch auf jeden Fall machen, ich werde euch die beiden Links zu den einzelnen Speedtests auch mal in die Beschreibung reinpacken. Dann könnt ihr da euch das gerne mal selbst angucken. Ja, und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr tatsächlich mal bei Unity Media anrufen müsst und ihr müsst mal einen Speedtest vorlegen oder so, dann nutzt bitte diesen hier und nicht den hier, wenn ihr jetzt nicht unbedingt bei speedtest.net den Speedtest dann durchführen möchtet, weil dieser hier verfälscht auf jeden Fall die Ergebnisse. Ja, und ich denke mal, somit wäre deine Frage beantwortet. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, scheut euch nicht, mir Bescheid zu geben. Und ja, dann mache ich gerne noch ein Video für euch. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und sage schon mal bis zum nächsten Mal. Danke!